Moin YouTube, hier ist wieder euer Kampfschmuser mit einem weiteren Video von mir für euch. Ja, heute ein kleines Quick Review ja, von dem ältesten Exklusivtitel, den es auf der PlayStation gibt, Twisted Metal. Seit dem 9.3.2012 ist das Spiel nun endlich bei uns in Deutschland und ganz Europa erhältlich, nachdem die Amerikaner bereits seit einem Monat das Spiel in ihren Regalen vorfinden konnten. Nun, wo das Spiel endlich für uns Europäer erhältlich ist, konnte natürlich ich nicht Nein sagen als alter Fan der Twisted Metal Serie und musste sofort zuschlagen. Ich habe damals schon die Twisted Metal Serie auf der PlayStation 1 gesuchtet ohne Ende und war wirklich gespannt darauf, wie dieses Spiel ja auf der PlayStation 3 nun umgesetzt wurde. Ja, ich möchte direkt voraussagen, ich habe das Spiel jetzt ungefähr 3 bis 4 Stunden gespielt und deswegen ist es auch nur ein kleines Quick Review, also um ein endgültiges Fazit zu ziehen, ist es einfach noch zu früh. Was einen als erstes ins Auge sticht, ist die Altersfreigabe. Das Spiel ist nämlich erst ab 18 freigegeben. Das liegt vermutlich daran, dass die Einspielsequenzen im Einzelspielermodus von Originalschauspielern nachgespielt worden sind und wirklich sehr, sehr brutal teilweise sind. Und auch im Spiel fließt etwas und gerne mal das Blut. Der Einzelspielermodus ist allerdings nicht das, was dieses Spiel auszeichnet. So war Twisted Metal Black auf der damaligen PlayStation 2 das allererste Spiel, was man überhaupt online spielen konnte und was damals ausgeliefert worden ist mit dem Netzwerkadapter, den man sich extern für die PlayStation 2 kaufen konnte. Dementsprechend wird natürlich auch dieser Twisted Metal Teil wieder vor allen Dingen an dem Multiplayer gemessen. Dementsprechend eintönig und vor allen Dingen kurz ist der Einzelspielermodus dann auch. Auszeichnen tut diesen wirklich nur die von Originalschauspielern eingespielten Sequenzen, die allerdings in der deutschen Version auch noch stark geschnitten sind, und wer da die ganze brutale Action verfolgen möchte, der sollte natürlich auf die amerikanische Uncut-Version zurückgreifen. Im Multiplayer-Bereich dürft ihr euch dann bei 4 verschiedenen Spielmodusen auf 8 verschiedenen wirklich sehr individuellen Karten austoben. Die Umgebungen sind dabei wirklich fast komplett zerstörbar. Ob nun durch Beschuss oder durch einfaches Durchfahren, euch sind alle Freiheiten da wirklich gegeben. Als Spielmodus gibt es unter anderem ein ganz normales Deathmatch, da tritt jeder gegen jeden an, das gleiche gibt es dann auch noch in der Teamvariante. Dann gibt es einen Modus, wo es darauf ankommt, als letzter in der Arena zu überleben. Dann gibt es einen Modus, der nennt sich Gejagter. In diesem Modus ist halt einer der Spieler der Gejagte, und sobald dieser umgebracht worden ist, ist derjenige, der ihn umgebracht hat, der neue Gejagte, und so ist quasi immer Action garantiert in diesem Spielmodus. Dann gibt es noch einen ganz besonderen Modus, der nennt sich Nuke-Modus. Da geht es darum, einen aus dem gegnerischen Team, den Anführer, zu entführen, in die eigene Basis zu bringen, dort in den Müllschredderer zu schmeißen, um dann mit deren Blut die Raketen zu starten, um die gegnerische Statue zu zerstören. Dies muss man allerdings mehrfach machen, damit die gegnerische Statue auch wirklich zerstört ist, und wenn dies erreicht ist, hat man dieses Match gewonnen. Also wirklich sehr abwechslungsreich, und da sollten doch für mehrere Stunden Spielspaß was dabei sein und für jeden was dabei sein. Was einem gar keinen Modus fehlt, ist Action. Teilweise ist es allerdings mir auch schon zu viel Action, also man verliert sehr schnell den Überblick bei den ganzen Raketen und Geballere, was einem um die Ohren fliegt, und da wirklich den Überblick zu behalten, ist wirklich nicht leicht. Mir hätte es da vielleicht etwas besser gefallen, das Spiel nicht ganz so überladen zu machen und das Tempo vielleicht ein wenig aus dem Spiel herauszunehmen. Aber dies ist halt natürlich auch eine Geschmackssache. Also aber für Action ist immer gesorgt. Etwas kompliziert und überladen wirkt die Steuerung. Es ist wirklich jeder Knopf mindestens einmal belegt, teilweise sogar doppelt, und selbst der Lagesensor des Controllers muss herhalten, damit alle Funktionen gesteuert werden können. Nach ein paar Testrunden hat man allerdings dieses raus und tut den Spielspaß auch nicht mehr trüben. Ein richtiges Fazit zu dem Spiel kann ich wirklich noch nicht geben. Ich habe halt erst 3 bis 4 Stunden gespielt und ich musste wirklich abwarten, inwieweit sich das Konzept, das wir damals aus Twisted Metal 1 noch so viel Spaß gemacht hat, wirklich hier wieder umgesetzt worden ist. Oder ob es nicht einfach schon zu viel ist und zu sehr überladen worden ist, das Spiel. Ja, ich werde mich erstmal weiter rangeben, ein paar weitere Stunden süchteln, und dann werde ich mich vielleicht, wenn ihr Interesse habt, noch ein weiteres, intensiveres Review von dem Spiel euch liefern. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Als kleinen Bonus tue ich euch jetzt noch hinten ran senden die erste Sequenz aus dem Einzelspielermodus, damit ihr mal seht, wie diese aussieht. Und kommentiert, ich wünsche euch damit viel Spaß. Bis dann, euer Kampfschmuser. Felix, was kann ich für Sie tun, Vater? Hier steht, Sie sind eine Art Prediger oder so. Zeitmanipulation. Gedanken.
fürchte ich seinen Untergang. Oh, nicht doch. Immer zu dieser Jahreszeit kommen alle mit so einem Nein, Sie müssen mir glauben. Kalypso ist der Grund für all die Gewalt. Er ist der Teufel. In einem stimme ich ihm zu. Da draußen ist übel, richtig übel. Aber ich weiß die Lösung. Bleibt heute Nacht drin und sperrt die Tür ab. Das ist nur Abfall am Straßenrand. Sieht aus, als hätte Kalypso einen neuen Fahrer für den diesjährigen Wettkampf. Ich habe im Laufe der Jahre so viel erledigt, aber sie war die Einzige, die hier entkommen ist. Sie war die, die herausgekommen ist. Ich gebe mir keine Schuld. Das waren meine ersten Morde. Oh, Freunde, sie hat's mir nicht einfach gemacht. Sie war ein Kämpfer. Und sie hat mich übel verletzt. So konnte sie mir entkommen. Und wegen des verdammten Fotos. Lange ist das schon her. Und ich denke noch immer an sie. Ich sehne mich nach ihrem Tod. Ich muss nur Kalypsos blöden Wettkampf gewinnen. Dann wird mir jeder Wunsch erfüllt. Kalypso. Es heißt, er habe viele Kräfte. Wenn ich gewinne, schickt er mich dorthin, wo sie sich versteckt, so lange schon. Und diesmal beende ich, was ich angefangen habe.